Hallo, liebe Rüschenfreunde. Hallo, ihr Lieben. Heute möchte ich euch eine weitere Rüschenvariation zeigen. Sie ist etwas aufwendiger als die andere. Sieht dann am Schluss so aus. Ihr könnt selber entscheiden, wie breit ihr das haben möchtet. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, was habe ich da? 3 cm Breite und in der Mitte habe ich eine Linie gezogen. Und ich zeige euch mal, wie das geht. Also, ich habe da euren Stoff. Ich habe den doppellagig gemacht, damit es ein bisschen mehr Stabilität hat. Dann gehe ich da hin, lege das hier rein in diese Schlaufe. Ziehe das rüber, bis es bündig ist, mit der anderen Schlaufe, tue hier eine Nadel rein und jetzt kommt's. Ihr müsst das Ganze wenden und dann von hinten. Wieder bündig. Ich drehe das jeweils wieder, damit es besser ist, die Nadeln reinzustecken, dass sie immer von der gleichen Seite drin sind. Und das macht ihr so lange weiter, bis ihr eure Länge habt. Man muss für zum Beispiel eine Rüschenlänge von vielleicht 10 cm muss man dreimal so viel Stoff rechnen, damit man genügend Länge hat danach, nachdem man die Rüschen fertig genäht hat. So, das geht dann immer so weiter. Und ja, mal schauen, vielleicht wird das nächste Video etwas besser. Vielen Dank, tschüss!